Wir sind wieder zurück beim neuen OnePlus 2 und wir sehen uns an dieser Stelle die Bedienung des Smartphones etwas genauer an. Beim OnePlus 2 hat der Hersteller es wieder so organisiert, dass es auch verschiedene Bedienungselemente als Gesten gibt. Das heißt, wir haben wieder die Option zum Beispiel über den Double Tap, zweifache Klicken bzw. Drücken des Smartphones, das Smartphone zum Beispiel zur Reaktivierung und aus dem Standby-Modus zu holen. Und das funktioniert, wie man das hier sieht, auch ganz gut. Eine andere Option ist auch, dass wir einen Schnellstart der Kamera hervorrufen, indem wir einfach eine große Null oder ein großes O auf das Display zeichnen. Und wir sind dann wirklich direkt in den Einstellungen der Kamera und können ein Foto aufnehmen. Weitere Optionen sind auch, dass wir ein V auf das Display zeichnen und damit den Blitz für die Kamera aktivieren. Das gucken wir uns allerdings dann wirklich im Video an, wenn es um die Kamerabedienung später auch geht. Das heißt nicht in diesem Bedienungsvideo, sondern wirklich später im Kameravideo. Eine weitere Option, die man hier finden kann, ist auch die Option, dass wir, wenn wir uns Musik anhören, das heißt, ich starte jetzt einfach mal Google Play Music, mache das einmal ganz kurz etwas leise, damit man mich noch versteht. Man hat hier wieder die Option, dass wenn man dort Musik hört und dann natürlich im Laufe der Zeit das Gerät auch in den Standby-Modus, in den Ruhemodus verfällt und wir aber währenddessen eben noch weiter Musik hören, dass wir dann über verschiedene Gesten auch wieder verschiedene Maßnahmen vollziehen können. Maßnahme 1, so eine Art Pausezeichen, das heißt zwei Linien einfach nebeneinander mit den Fingern herunterziehen, um eine Pause in der Abspielfunktion hervorzurufen, das heißt den Musiktitel kurz zu pausieren und mit dem gleichen Symbol, mit der gleichen Geste, egal ob wir das von oben nach unten oder unten nach oben wischen, können wir die Musikwiedergabe auch wieder starten. Zeichnen wir einmal in Richtung der rechten Seite so einen kleinen Pfeil, einfach eine Kante oder eine Ecke, dann überspringen wir einen Titel. Das heißt, also wir wandern von dem aktuellen Titel einfach zum nächsten, scrollen uns also in der Playlist ein bisschen weiter nach vorn, gehen wir das genau in die andere Richtung mit auch einem Pfeilsymbol. Dann wiederholen wir entweder den aktuell abgespielten Titel oder wiederholen wir das zweimal hintereinander, dieses Symbol, wandern wir einen Titel weiter in der Playlist nach vorn. Ich stelle die Musik jetzt einfach etwas lauter und wir versuchen das einmal und gucken, ob das auch genauso gut funktioniert wie der Double Tap oder auch die Kamerafunktion. Als erstes jetzt also das Pausieren. Genau, und das funktioniert an dieser Stelle und auch das Starten. Andere Option wäre an dieser Stelle also das einfach weiter scrollen in der Playlist, dass wir einmal uns zum nächsten Titel bewegen. Das ist dann diese Geste. Und jetzt gehen wir noch einmal einen Titel zurück. Genau. Ja, das sind die einzelnen Gesten, die man zum Musikhören hier verwenden kann, wo man wirklich auch ganz einfach oder relativ einfach, sofern man es schafft, die Gesten auch wirklich richtig in der richtigen Form auf das Display zu bringen. Man hat das hier eben gesehen, bei dem Start des Liedes oder beim Pausieren des Liedes hat das nicht auch unbedingt auf Anhieb geklappt. Das heißt, man muss auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, wie man die Geste wirklich so klar auf dem Display auch abzeichnet, mit auch mit dem richtigen Druck dort hinter, dass das auch Ganze von der Software auch richtig interpretiert wird. Bei der Kamera ist das kein Problem, das heißt bei dem Zeichnen des Kreises oder des O's oder auch bei dem Double Tap auf das Display ist das kein Problem. Bei dem Runterziehen in diesen Pausenbereich hinein oder Starten, da muss man wirklich darauf achten, dass das auch man mit beiden Fingern wirklich das Display parallel, synchron wirklich auch gleichzeitig berührt, damit es dort zu keinen Problemen kommt, wie es jetzt gerade eben einfach nur eben als kleiner Fehler eben zu sehen war. Das ist dann aber eben auch vom Benutzer abhängig, das würde ich jetzt nicht dem Smartphone zuschreiben wollen, dass es dort irgendwie eine Lücke gibt. Das ist einfach von der Software-Interpretation dann eine Sache, die man vielleicht noch besser gestalten kann, dass es einfach noch intuitiver bedienbar dahingehend ist, dass man, wenn man dieses Zeichen macht, die Software das vielleicht noch eindeutiger interpretieren kann, als es bereits der Fall ist. Aber das war eben, denke ich mal, auch einfach ein kleiner Fehler oder eine kleine Sache, die nutzungsabhängig ist, die jetzt wirklich an mir lag gerade und nicht von dem, das kann man einfach dem Smartphone, denke ich, nicht klar vorwerfen. Ansonsten funktionieren die Gesten wirklich sehr gut und sind auch gut eingebracht und gut durchdacht, wie ich finde. Vor allen Dingen der Double-Tap-Modus ist natürlich hier wieder eine Sache, die auch
Freude macht, abseits dessen, dass man natürlich sich auch überlegen kann, ob man es bei diesem Smartphone überhaupt wirklich zwingend braucht, denn alle, die den Fingerabdrucksensor benutzen, das ist dieses kleine Ding hier unten, der auch zugleich den Home-Button darstellt, einfach einmal draufgehalten und wir befinden uns sofort auch in entsperrter Weise eben auf dem Startbildschirm. Das heißt, dazu braucht man überhaupt kein Double-Tap mehr, einfach einmal drauflegen und fertig. Ja, ehe wir weiter in Richtung Einstellungen gehen, werden wir uns jetzt einfach einmal wirklich um diesen Fingerabdrucksensor auch kümmern. Wie gesagt, hier unten haben wir einmal direkt den Home-Button, der auch zugleich der Fingerabdrucksensor ist, der Fingerabdruckscanner ist. Das heißt, wir können hier draufklicken, um uns aus verschiedenen Menüs herauszubewegen und einfach zurück zum Startbildschirm zu kehren. Und wir haben auch die Möglichkeit, unseren Fingerabdrucksensor dort zu scannen. Das ist kein Knopf, der sich eindrücken lässt. Darauf legt man dann eben wirklich nur den Finger ab. Der große Vorteil, den ich daran sehe, ist auch gegenüber anderen Konkurrenzmodellen, dass man es hier wirklich schafft, aus dem Ruhemodus einfach durch das simple Drauflegen des Daumens das Gerät wirklich dann komplett auch zu entsperren. Man muss also nicht erst den Knopf zum Beispiel mit eindrücken, damit das Gerät auch wirklich merkt, dass man es entsperren möchte und es dann den Fingerabdruck scannt. Nein, das funktioniert einfach hier in einer Funktion. Es wird der Finger draufgelegt und das Ganze entsperrt sich automatisch. Man muss also nichts drücken. Jetzt geht es einmal weiter. Wir gucken uns in diesen Einstellungen, man sieht es hier schon in den Kategorien, wir haben wieder Android 5.1.1, scrollen uns gleich einfach auch noch mal übersichtlicherweise durch das Menü etwas genauer, werfen jetzt aber als erstes einfach mal einen Blick auf wirklich diesen Fingerabdruck. Ich habe hier einmal so einen kleinen Random-Pin eingegeben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da verwaltet man dann seine Fingerabdrücke und ich lösche jetzt einfach mal den alten Fingerabdruck und wir machen das einfach noch einmal gemeinsam. Gucken uns das noch einmal an. Man wird dann auch mit so einem kleinen Menü hier eingeführt und man kriegt hier wirklich gesagt, wie man das Ganze machen soll. Ich an dieser Stelle bin Rechtshänder, benutze hier meinen rechten Daumen, weil es einfach auf der Hand liegt wirklich. Scanne also in verschiedenen Positionen dann hier meinen Daumen ein. Es gibt dann immer eine kleine Vibration, die dort merkbar ist und man merkt dann eben an der Stelle auch hier oben in dem Fortschritt, nicht nur in der Prozentzahl, sondern eben auch in der Grafik, wie weit fortgeschritten das eigentlich alles ist. Ja, dann haben wir schon die 100% erreicht, das Ganze wird abgespeichert und eingerichtet und wir haben dann wirklich auch die Möglichkeit, sofern wir eine primäre Entschlüsselung angegeben haben, das heißt, wenn wir einen Fingerabdruck scannen wollen, dann müssen wir immer einen PIN oder ein Passwort vorher wirklich auch angegeben haben, für den Fall der Fälle, dass irgendwie vielleicht mit dem Fingerabdrucksensor nicht funktionieren sollte und man dann immer noch wirklich den PIN eingibt oder das Passwort eingibt. Jetzt versuchen wir das Ganze einmal den Finger drauf gehalten, das Ganze ist, das Gerät ist entsperrt. Und wie man sieht, es funktioniert mehr als gut und kann mindestens mit den anderen Geräten mithalten und hat eben aber teilweise eben auch, was den Fingerabdrucksensor angeht, dort den kleinen Vorteil, dass man den Knopf eben nicht eindrücken muss, sondern das Gerät sofort entsperrt wird. Jetzt geht es einmal weiter. Wir scrollen uns wirklich einmal hier durch die Einstellungen durch, sehen hier oben wieder die typischen Kategorien, Drahtlos und Netzwerke. Da finden wir alle WLAN-Einstellungen. SIM-Karten sind hier nochmal extra aufgeführt. Wir haben, wie gesagt, ein Dual-SIM-Gerät. SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2 gerade wurden hier nicht belegt. Das Gerät wird hier nochmal aufgeführt mit den Tasten. Das heißt, wir haben hier die Option, zum Beispiel die beiden Belegtasten hier unten noch einmal zu vertauschen. Die Swap-Taste, Bildschirmnavigationsleiste aktivieren, ja oder nein. Und verschiedene wirklich Individualisierungsoptionen, die man im Standard-Android-System nicht unbedingt zwingend hat, wurden hier einfach nochmal zur Verfügung gestellt. Man kann hier also nach individuellen Tastenbelegungen auch einfach suchen und auch doppelseitiges Tippen, welche Aktionen sollen eigentlich wo und wie dann durchgeführt werden. Das lässt sich wirklich hier auf schöne Art und Weise und auf sinnvolle Art und Weise wirklich individualisieren. Hier gehen wir einmal in das Gestenmenü, dort können wir die Gesten aktivieren oder abstellen. Wie gesagt, das sind jetzt auch die Gesten, die wir uns schon angeguckt haben. Doppeltippen zum Aufwecken, Kamera öffnen mit dem Zeichen eines O's, Blitz ein- oder ausschalten, das ist das Zeichnen eines V's, das gucken wir uns wie bereits im Kameramodus später dann in einem anderen Video noch an. Und die Musiksteuerung durch das Einschalten oder Pausieren der Musik, zwei Finger ziehen, einmal rauf oder runter. Und dann einmal zum Wiederholen des Tracks, einmal das kleine Zeichen, hier dieses Symbol oder auch zum Zurückgehen in der Playlist oder eben zum weiteren Titel anspielen in der Playlist. Was haben wir sonst? Wir haben natürlich auch Display-Einstellungen. Hier sind die Display-Einstellungen nochmal darin unterteilt, dass wir nicht nur die Helligkeitsstufe hier variieren können, wir können auch die Farbbalance
ein bisschen variieren, das heißt mehr in den Farben, in den warmen Farbbereich gehen und ein bisschen mehr in den etwas kälteren Farbbereich gehen. Man sieht es hier relativ gut, das Ganze wird ein bisschen, ja, vielleicht auf der Kamera sieht man das auch nicht ganz hundertprozentig, es wird insgesamt ein bisschen graustichiger, etwas blauer und in der anderen Richtung einfach etwas mehr, ja, etwas wärmer im Allgemeinen. Und ansonsten können wir hier wieder von Daydream über adaptive Helligkeit, das heißt die Anpassung an die Lichtverhältnisse in der Umgebung, alles wieder einstellen, über Ton, Benachrichtigung, Akku, Apps, Nutzer, Fingerabdrucksensor waren wir gerade. Die Anpassungen können wir hier auch direkt sehen. Hier sieht man einmal Modus Dunkel, das heißt dunkles Thema systemweit aktivieren, ja oder nein. Das ist eigentlich dieser Black Theme Mode, den wir vor allen Dingen eben in Marshmallow, das ist in Android 6.0 haben. Man sieht also an dieser Stelle, man hat hier Android 5.5.1, aber hat schon die wesentlichen wirklich Elemente, wo man sagen würde, hey, das ist Android 6.0 oder das sind die großen Vorzüge von Android 6.0. Abseits der Möglichkeit, dass wir Apps wirklich so einrichten, dass man die Zugriffe genau bestimmen kann oder die Apps wirklich immer oder Android 6.0 immer nach den einzelnen App-Zugriffen genau fragt. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Aber die drei großen Punkte, wie zum Beispiel, oder allgemein die großen Punkte, dass man diesen dunklen Modus einstellen kann, er ist eigentlich mehr oder weniger Android 6.0 und auch die Integrierung eines Fingerabdrucksensors so über das System ist mehr oder weniger Android 6.0. Und ich würde jetzt auch einfach prophezeien, dass man auch spätestens im kommenden Jahr dann vermutlich zumindest auf dem OnePlus 2 an dieser Stelle auch Android 6.0 finden wird. So viel sei, naja, zumindest nicht verraten, aber man kann es eigentlich relativ gut absehen oder man kann zumindest daran glauben, dass dieser Schritt auch noch kommen wird, dass Android 6.0 Marshmallow auch dann Einzug auf diesem Gerät erhält, obwohl sich der Hersteller definitiv noch nicht dazu geäußert hat. Er hat über Update-Hierarchien sich noch nicht geäußert, aber wie gesagt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Android 6.0 dann auch demnächst auch auf diesem Gerät dann verfügbar sein wird. Sicherheitseinstellungen findet man auch direkt hier, App-Berechtigungen, die man einstellen kann. Auch dort bewegen wir uns wieder in Richtung 6.0 Marshmallow. Über das Telefon, wir gucken uns einfach die Version hier nochmal ganz gezielt an. Man findet hier nämlich zwei Versionsangaben, das ist einmal die Android-Version, darauf basiert dieses ganze System, 5.1.1 wie gesagt, 6.0 haben wir an dieser Stelle noch nicht. Und die Anpassung, die man hier sehen kann, das ist die Version Oxygen. Oxygen ist einfach eigentlich eine Art Stylesheet, wie man es im HTML-Editor oder wie auch immer finden würde. Das heißt, hier ist Oxygen einfach der kleine Designfaktor und der Menüpunkt, aber auch für andere Funktionen, die freigeschaltet werden, basierend eben auf Android 5.1.1. Und man sieht eben so kleinere Unterschiede, die wir uns gleich noch angucken, wie zum Beispiel, dass man ähnlich wie bei den Google Smartphones über die ganz linke Seite bei Google Now hier eben so einen sogenannten Shelf-Modus hat. Wir gehen dort einfach auch direkt mal drauf, um das näher uns ansehen zu können. Das heißt, wir haben oftmals bei Google Smartphones in verschiedenen Android-Versionen Links verfügbar gemacht, sei es teilweise auch bei Sony Smartphones zum Beispiel. Google Now hieß es ein Shelf-Modus, der über diesen Oxygen Effekt über diese Software noch dieses Gadget einfach mit hinzukam. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, häufige Apps zum Beispiel uns anzeigen zu lassen, die wir häufig verwenden, häufige Kontakte, die wir haben, uns anzeigen zu lassen, das in dem Bild dort oben anpassen zu können, Wetterdaten, Temperatur, regionale Sachen uns anzeigen zu lassen, können dort definitiv auch Einstellungen tätigen. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, wir möchten noch weitere Widgets uns da drauflegen, wie zum Beispiel jetzt einmal diese große Uhr. Wählen die dann einfach einmal aus, können das dann auch verschieben. Es ist wirklich ja eine Sache, die mehr als praktisch eigentlich ist und auch recht solide wirkt. Es gibt ein paar einzelne kleine Probleme, auf die man aber auch nicht weiter eingehen muss. Das ist im Allgemeinen in diesem System so, dass wenn man das einfach mal im Detail wirklich ausprobiert, es ganz, ganz kleine Bugs zwischendurch einfach mal gibt, dass einzelne Drittanbieter-Apps auch einfach mal abbrechen oder einzelne Einstellungen nicht auf Anhieb komplett funktionieren. Das ist so ein kleiner Nachteil des vielleicht noch nicht hundertprozentig ausgereiften dieses Oxygen-Modus. Aber insgesamt ist das wirklich auch ein solides Programm und auch sinnvoll in dem Sinne gemacht, dass man Android 5.1 damit auch sinnvoll und intuitiv bedienen kann. Jetzt geht es, ehe wir uns Individualisierungsoptionen noch näher ansehen, einmal hier in dieses Dropdown-Menü. In dem Dropdown-Menü finden wir wieder den Zugang zu den Einstellungen, Akkuanzeige, Uhrzeit, Datum,
Wochentag, Einstellungen zu den Benutzeroberflächen sind hier wieder auch möglich. Helligkeit selbstverständlich ist auch dort wieder einstellbar. WLAN, Bluetooth, Flugmodus, SIM-Karten, in diesem Falle ja Dual-SIM, Taschenlampe. Schalten wir einfach einmal ein, gucken wir uns auf der Rückseite an, über der Hauptkamera angebracht. Das sind die beiden großen LED-Lichter. Das heißt, das ist auch eine sehr, sehr helle Taschenlampe, wie man sie hier sieht. Wie gesagt, gespeist aus wirklich zwei LEDs. Über der Hauptkamera Bildschirmübertragung. Klicken wir hier oben auf diesen kleinen, auf das kleine Feld unter dem Benutzer, haben wir auch die Möglichkeit, noch weitere hinzuzufügen, wie zum Beispiel Hotspot oder auch Farben umkehren und können uns das auch wieder individualisieren, indem wir einzelne Sachen zu anderen Punkten ziehen und dann wirklich nach Lust und Laune das wieder uns so hinschieben, wie wir es am besten gebrauchen können und am besten eben auch im Alltag gebrauchen können. Ja, was gucken wir uns jetzt als nächstes an? Wir drücken einfach mal ganz kurz auf die Lautstärke-Lippe. Damit aktivieren wir wieder die einzelnen Optionen, die man hier so hat für die Toneinstellung. Die sind natürlich auch wieder übers Menü erreichbar. Hier sieht man wieder den kleinen Unterschied. Es ist nicht so gut bedienbar wie in Android 6.0. Das ist wieder der Vorzug von Android 6.0. Was hat man ansonsten aber an den Einstellungen dort verfügbar gemacht? Man hat diesen kleinen Alert-Button, wie er immer von OnePlus genannt wird, dort angebracht. Das heißt, wir haben hier drei Optionen, die wir insgesamt einstellen können. Option 1, das ist genau die wir jetzt haben. Alle Benachrichtigungen, das heißt alles, was auf dem Smartphone läuft, von WhatsApp über vielleicht verschiedene E-Mail-Konten oder eben Sachen, die WhatsApp ähnlich sind oder anderen, ob es Schnellnachrichten, also Push-Nachrichten über andere Apps, Drittanbieter-Apps, was auch immer, Klingelton, Wecker, was auch immer, alles Mögliche, was irgendwie Sounds erzeugen könnte oder Benachrichtigungen wirklich auch akustisch darstellt, lässt sich dann hier aktivieren und das geht dann einfach ohne Einschränkung. Das heißt, alle Benachrichtigungen werden abgespielt. Modus 2 wäre dann dieser hier. Nur wichtige Unterbrechungen, dort könnt ihr dann wirklich festlegen, welche Apps eigentlich wichtig sind. Ist es also zum Beispiel, wollt ihr wirklich nur von einem Wecker beispielsweise gestört werden, nicht aber von WhatsApp oder gleichwertigen Sachen oder eben keine Unterbrechungen. Das heißt, dort ist dann wirklich die Funktion darauf angelegt, dass nichts unterbrochen wird. Lässt sich auch individualisieren. Allerdings eben, wenn man hier draufklickt, auch nicht derart intuitiv wie in anderen Versionen. Das hat man ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen einfach nicht so schön gemacht wie in anderen Android-Versionen oder auch bei anderen Herstellern. Dass man, es wäre zum Beispiel läge auf der Hand, das so intuitiv bedienbar zu machen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen Modi wechsle, auf keine Unterbrechung, ich direkt da zum Beispiel draufklicken kann und dann mir dann vielleicht auch dort direkt einmal die Einstellung angucke und sage, ich möchte jetzt keine Unterbrechung, aber nur für eine Stunde oder den Zeitraum eingebe. Das sind Optionen, die eben nur über das Einstellungsmenü maximal erreichbar sind und nicht intuitiv jetzt über diesen Knopf. Ist ein bisschen schade, kann man sich drüber streiten, aber ist auch kein großes Problem, das man jetzt bemängeln müsste. Jetzt geht es einmal wirklich in Richtung Individualisierung weiter. Und zwar klicken wir einmal Android-typisch einfach auf die Mitte und sehen dann hier auch eine kleine Änderung. Typisch ist Hintergründe, Widgets, Einstellungen. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Neu in dem Sinne oder angepasst auch in diesem Oxygen-Modus ist hier der Button Neuanordnung. Das heißt, ihr könnt, wenn hier Sachen verschoben sind, das Ganze neu anordnen, könnt auch eine komplette Seite löschen. Habt aber auch immer die Möglichkeit, die man teilweise in anderen Android-Versionen nicht hatte oder in wirklich Anpassungen nicht hatte, immer auf rückgängig zu gehen und einfach Handlungen rückgängig zu machen. Wir sehen uns einmal die Hintergründe an. Das sind wieder die typischen Android 5.1 Hintergründe, die man hier eigentlich finden kann. Die könnt ihr wieder hinzufügen und ändern dementsprechend. Widgets findet man hier wieder in Hülle und Fülle, vor allen Dingen von Google. Insgesamt, wir werden uns das gleich ansehen, installiert dort OnePlus aber nicht allzu viel vor, was auch sehr, sehr gut ist. Das heißt, vor allen Dingen ein paar Google-Apps, wirklich die großen Standards sind mit installiert, aber keine weiteren Drittanbieter-Apps wurden dort mit auf das Smartphone gesetzt. Das ist auch schon mal nicht allzu schlecht. Einstellungen. Finden wir einmal visuelle und Einstellungen für Shelf. Shelf-Modus, wie gesagt, lässt sich auch aktivieren oder deaktivieren. Das ist das auf der Startseite, wenn wir uns hier einmal nach links weiter scrollen. Das ist der Shelf-Modus. Wenn wir in die Einstellung gehen, dann sehen wir hier ansonsten noch die Möglichkeit, ein Icon-Pack zu installieren oder andere Icon-Packs außer der Standard-Packs zu installieren. Wir können also wieder selbst in diesem System noch auch Design-Einstellungen zum Beispiel noch verändern. Andere kleine Einstellungen sind hier eben auch, wie zum Beispiel die Rastergröße des App-Drawers noch möglich. Ja,
Wir können an dieser Stelle selbstverständlich auch, wir setzen einfach mal ein Widget nochmal drauf, um das zu verdeutlichen, setzen noch einmal die Uhr vorne drauf, können dort wieder festhalten, können das Ganze entfernen, können zwischen einzelnen Fenstern wechseln und auf diese Art und Weise allein schon zum Beispiel neue Fenster auch hinzufügen, können aber das eben auch löschen, können selbstverständlich auch die einzelnen Apps verschieben, haben wieder hier so eine Ordnerstruktur, in der wir Sachen anlegen können, aus der wir Sachen selbstverständlich auch wieder verschieben und entfernen können, den Ordner benennen können. Das sind alles wirklich Sachen, die man aber eben auch aus den anderen Android-Versionen kennt und auf die man nicht weiter eingehen muss. Jetzt gehen wir einmal weiter und sehen uns die einzelnen Apps an, ehe es dann wirklich zu diesen Alltagssituationen geht, wie Surfen, Telefonieren, SMS schreiben, und wir sehen uns das einfach dann nochmal genauer an. Hier, wie gesagt, große Standard-Apps, die man mit aufgebracht hat, vor allen Dingen eben zu wesentlichen Teilen aus Android übernommen, alle Google-Apps, die man als Standard gerade auf dem Markt findet. Eine App ist allerdings hinzugekommen, die wir uns später im Multimedia-Modus noch ansehen werden. Das ist diese neue kleine App AudioTune, beziehungsweise AudioTuner. Dort haben wir die Möglichkeit, abseits der normalen Einstellung einfach selbst nach unserem Geschmack einfach noch die Multimedia-Einstellung bzw. die wirklichen Toneinstellungen, wie gesagt, Lautsprecher befindet sich hier unten, einzustellen und nach Lust und Laune das dann auch in den Kategorien Musik, Film und Spiel auf unsere eigenen Bedürfnisse einzustellen. Und ich darf schon mal ein bisschen spoilern, würde ich fast sagen, wenn man sich den Multimedia-Test ansieht oder jeder, der von euch das tun wird, der Lautsprecher, der lohnt sich an dieser Stelle wirklich, und eben ergänzend dazu gucken wir uns auch noch diese kleine App noch einmal genauer an, welche Einstellungen man dort eigentlich noch eigentlich treffen kann. Das sind auch ansonsten alles Apps, die eigentlich jeder kennen sollte oder die einfach nicht neu in dem Sinne sind, dass man sie noch stärker besprechen müsste. Wir gehen dafür nämlich jetzt einmal zurück und sehen uns die anderen großen Standards an oder die anderen großen Alltagssituationen. Das ist einmal selbstverständlich Telefonmodus. Wir haben hier wieder Kurzwahl, Neueste und Kontakte. Das heißt, Anrufliste wird angelegt, eine Kurzwahl ist möglich. Wir haben hier wieder das Zifferensystem, haben wieder die Möglichkeit, Namen, Telefonnummern einzugeben, sowohl schriftlich als auch über die Sprache, das zu suchen, Kontakte anzulegen, Favoriten anzulegen, uns durch das Alphabet dort zu scrollen und eben auch die Nummern dementsprechend zu finden, haben die Möglichkeit, direkt daneben über den Messenger Dinge zu schreiben. Ich wähle jetzt einfach mal wieder uns an dieser Stelle aus. Herzlich willkommen in diesem kleinen herzlich willkommen in diesem kleinen Tutorial. Ihr habt auch wieder die Möglichkeit, aus SMS eine MMS zu machen, indem ihr dann auch wieder hier wieder schön integriert in Android 5.1.1 das dann direkt wirklich auch aufnehmt und hinzufügt. Ich drücke einmal auf Speichern, das wird dann sofort eingefügt und ihr könnt das Ganze verschicken. Auch wieder gut, wie man sehen kann, alles funktioniert wirklich so, wie man es braucht. Es erscheint in genau der richtigen Geschwindigkeit. Es ist auch wieder so eben bedienbar, dass man wirklich alle, wirklich ja die kompletten Buchstaben eben gut erreicht und auch das Ganze wirklich auch als präzises System funktioniert. Was haben wir ansonsten selbstverständlich als absoluter Standard? Wir haben hier einmal Google. Wir gehen jetzt einfach mal, googeln einfach mal nach OnePlus 2. Surfen ein wenig und sehen dann, scrollen uns hier einfach mal durch die Seiten durch. Auch das funktioniert mehr als gut. Der Bildschirm sieht gut aus, den werden wir uns später in dem Multimedia-Test natürlich noch wesentlich genauer ansehen und dazu etwas sagen können. Wie gesagt, Full HD haben wir an dieser Stelle wieder. Was habe ich noch vergessen? Über was kann man noch an dieser Stelle reden? Ich würde fast behaupten, das sind alle Eigenschaften, die man zu der Bedienung des Smartphones erstmal so auf Anhieb kennen muss. Würde an dieser Stelle sagen, wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt die doch gerne auch in den Kommentaren der YouTube-Videos. Wenn ihr weitere Informationen zum eigentlichen Smartphone, zu diesem OnePlus 2 zum Beispiel sucht, dann besucht auch gerne unsere Internetseite unter handy-mc.de. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.